meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute soll es um die Kadi Pflanzenhaarfarbe gehen. Ich habe euch ein paar Videos runtergeladen von meinen, um so einen kleinen Vergleich zu haben. Ich werde euch das mal hier einbauen. Das ist jetzt zum Beispiel der Status, den ich hatte nach dem ersten Mal mit Kadi Pflanzenhaarfarbe. Und zwar habe ich ja mit hellbraun alleine gefärbt. Und da seht ihr ja eigentlich auch schon richtig gut, dass das Ergebnis nicht so intensiv war. Das Hellbraun ist relativ rotstichig. Das hat einen Grund, weil das, was ich jetzt auf dem Kopf habe, ist ja dunkelbraun. Und in dem Dunkelbraun ist Indigo mit drin. Indigo ist blau. Und Indigo macht die ganze Sache dunkel, wie schon erwähnt. Man merkt es auch, wenn man die Haube absetzt nach der Einwirkzeit sozusagen. Die Haube ist blau. Also ich bin richtig erschrocken, was ist da los? Und vor allem, ich möchte euch die Warnung mit an die Hand geben, wenn ihr blonden Untergrund habt. Ihr seht es jetzt auch an meinen Haaren, die scheinen immer noch blond durch. Macht es nicht. Es steht auch in der, also in der Beschreibung drin, dass man es auf blonden Untergrund nicht machen darf. Da braucht ihr einen Zwischenschritt. Einfach irgendwie hellbraun kaufen und das erstmal mit dem hellbraun ausprobieren, um das Haar dann auch dunkler zu kriegen. Ich denke mal, dass es so an dem Ansatz selber nicht ganz so schlimm ist, aber wenn du dann halt in den Längen dann so grünlichen Schimmer drin hast, ist es nicht so geil. Ich habe euch wieder in der Infobox, in die Infobox gepackt, wo ihr die Farbe herbekommt. Da schaut ihr mal rein. Ihr könnt aber genauso gut, wenn ihr nicht genau wisst, wo es in eurer Nähe Kadi gibt, ich verlinke euch auch mal den Filialfinder von Indian Products. Da könnt ihr eingeben, ja, wo ihr wohnt und dann seht ihr diese Bioläden, die die Kadi-Produkte haben in eurer Nähe. Das ist ganz geschickt, weil da werde ich immer wieder gefragt, weil nicht jeder möchte Produkte bestellen, weil das war bei mir auch so, nur eine Packung Farbe bestellen ist blöd. Wenn man dann gleich drei bestellt, dann lohnt sich das eher. Aber ich habe euch jetzt auf jeden Fall nochmal den Amazon-Link dazu verlinkt. Schaut einfach da mal rein. Aber so von den Längen her finde ich es in Ordnung, aber ich habe schon auch so einen leicht grünlichen Schimmer wahrgenommen, muss ich sagen. Meine Haare fühlen sich auf jeden Fall wesentlich gesünder an. Ja, also es legt sich ja jedes Mal eine neue Schicht Farbe ums Haar und das Haar wird dadurch auch ja, minimal dicker, würde ich sagen. Es sieht auf jeden Fall schon mal gesünder aus und man sieht die abgebrochenen Stellen nicht mehr so. Also bei den blonden Haaren hast du es ja super gut gesehen. Problem ist jetzt natürlich, es gibt Vorteile und Nachteile an so Pflanzenhaarfarben. Vorteil ist natürlich, es ist ohne Chemie und es ist super für die Haare. Nachteil, wenn ihr euch jemals wieder entscheiden wollen würdet, wieder blond zu werden, und da verlinke ich euch jetzt auch mal ein Video, das war mein Ausgangsmaterial sozusagen, so sah ich vor der Pflanzenhaarfarbe aus, ja, dann bekommt ihr das nicht wirklich hell. Also da müsst ihr dann wirklich zum Friseur gehen. Nicht alleine probieren, weil das wird sonst grünlich. Da habt ihr dann wirklich so das Ergebnis von dem Indigo in euren Haaren. Bei Schwarz, bei schwarzer Pflanzenhaarfarbe ist es natürlich noch heftiger. Und ja, also überlegt euch das wirklich zwei, dreimal, ob ihr das wirklich so haben möchtet. Ich liebäugle ja immer noch so ein bisschen mit Rot, also so einem richtig Knallerot. Mir gefällt das halt einfach schon gut, aber Rot ist halt auch eine Haarfarbe, die ja, nicht so hält, wie sie halten sollte. Hm? Ich hatte lange Zeit rote Haare und das intensive Rot verschwindet ja relativ schnell, ist ein Problem. Und das, was dann übrig bleibt, so ein Wischiwaschi-Rot, das gefällt man dann meistens nicht, muss ich sagen. Und man muss relativ oft nachfärben, weil die Pigmente von dem Rot kleiner sind anscheinend. Jetzt Henna habe ich früher schon auch gemacht. Das Henna-Rot gefällt mir jetzt nicht so. Also ich habe es einmal hingekriegt, dass es richtig dunkelrot geworden ist. Das wäre dann schon wieder irgendwie was. Vielleicht kann man da auch irgendwie mit dem Dunkelbraun spielen. Das ist natürlich das Geile an diesen Pflanzenhaarfarben. Die lassen sich alle untereinander mischen. Man hat immer irgendwie ein anderes Farbverhältnis. Mein Problem ist jetzt, ich habe nicht wirklich abgemessen, wie viel Farbe ich von welcher Farbe verwendet habe. Sollte man natürlich auch mit einem Löffel machen. Aber was ich halt auch so negativ an der Farbe finde, ist, sie stinkt. Ja, man rührt es an und man muss fettfreie Haare haben. Also ihr müsst eure Haare waschen und
keine Pflege reintun. Definitiv nichts, kein Öl, gar nichts. Es darf nichts drin sein. Und ihr macht euch das auf den Kopf und 4 Stunden oder mehr habt ihr das dann auf dem Kopf drauf. Und dann merke ich immer schon, wie ich an dem Tag Kopfschmerzen von dem Geruch kriege. Das ist schon relativ fies, muss ich sagen. Aber das Ergebnis danach ist halt schon super, muss ich sagen. Also wenn ich das vergleiche mit meinen blonden Haaren, Unterschied wie Tag und Nacht, und ich kann sie einfach auch besser durchkämmen jetzt. Es haben mir viele unter mein Video geschrieben, was heißt viele unter das eine, aber ich habe es immer wieder gehört, färb dir ja deine Haare nicht mehr blond, habe ich nicht mehr vor. Weil zum einen, meine Haarstruktur macht es überhaupt nicht mit und ich habe da eigentlich auch gar keine Lust mehr drauf und mir gefällt es an mir einfach auch nicht mehr. Also so unterscheiden, verändern sich die Geschmäcker sozusagen. So, meine Lieben, ich melde mich jetzt mal wieder ab. Ihr guckt mal unten in die Infobox, weil ich immer wieder gefragt bekomme, wo gibt es die Produkte. Amazon-Link habt ihr unten drin. Und wenn ihr den Filialfinder mal aktivieren wollt, schaut da mal rein. Da seht ihr dann auch, wo es die Produkte selbst auch in eurer Nähe gibt. Und ich melde mich jetzt mal wieder ab. Ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.